Hui, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Wir werden direkt angerufen. Hallo. Luigi, falls du mal ganz schnell zum Labor musst, habe ich die perfekte Lösung für dich. Ich habe ein Transfersystem eingerichtet. Und das auch nur für dich. Ruf einfach den Virtual Boy auf. Der Transfer funktioniert auch in die andere Richtung. Du kannst vom Labor aus an die Stelle im Hotel zurück, an der du zuletzt warst. Das war's fürs Erste. Vergiss nicht deinen Erkundungen, dass du stets auf das Transfersystem zurückgreifen kannst. Das ist eine gute Idee. Guys, bevor wir überrannt werden, herzlich willkommen. Ich habe beim letzten Mal tatsächlich aus Versehen was geskippt, als ich das Juwel nachgeholt habe aus der letzten Folge. Und zwar hat Igitt gesagt, dass der Schreck weg bzw. Fluigi anfängt zu wabern. Das spüre ich am Controller, das vibriert dann, wenn wir in der Nähe eines Buhus sind. So, und jetzt kommen wir erstmal zu dieser Etage. Und hier glaube ich, weiß ich sogar, wie man an alle Juwelen drankommt. Blind aus dem Kopf. Zugegebenermaßen, den letzten musste ich wirklich googeln mit dem Schwert. Da war ich mir tatsächlich dann doch unsicher. Wir machen hier erstmal die Oil kaputt. Bumm. So. Bisschen. Ah, da können wir nicht. Okay. Oh, oh, oh. Ja, hier kann man, oder beziehungsweise hier sollte man nach Möglichkeit drüber hüpfen, indem man den Druckstrampler macht. Heißt ZL und ZR immer wieder drücken. Und dann den freundlichen Herrn Kollegen hier einsaugen. Wunderbar, gar kein Stress. So, jetzt muss ich überlegen. War hier links? Ja, hier war die Popcornmaschine. Und wenn wir das Popcorn zum Überlaufen bringen, mehr Popcorn, dann befindet sich da das gelbe Juwel drin. Habe ich da eigentlich schon erwähnt, dass ich voll cool finde, dass die Juwelen sich immer so ein bisschen an die Etage anpassen? Diese Etage ist, by the way, der Konzertsaal. Deswegen voll cool, wie sich das auch dynamisch anpasst. Oh ja, hier weiß ich sogar, hier ist das schwerste Juwel aller Zeiten drin. Hier ist nämlich ein Wasserhahn gespiegelt, aber der echte ist gar nicht da. Darauf zu kommen ist echt schwer. Aber ich bin stolz, dass ich das geschafft habe. Genau. Hier befindet sich ein wunderbar säftiger Kristallgeist, der hier entkommen möchte, aber keine Chance hat. Das weiße Juwel in unsere Tasche. Wunderbar. Da ich weiß, dass das hier ein kürzerer Bereich ist, seht ihr auch schon eigentlich oben an der Map, wir haben noch rechts einen Bereich und geradeaus. Geradeaus ist ein sehr großer Bereich. Rechts ist wahrscheinlich noch meine Toilette. Ja. Diese Antwort ist richtig. Werden wir hier wahrscheinlich schneller durchkommen und vielleicht auch schon in die nächste Etage reinschauen. Vermutlich werden wir die nächste Etage aber nicht beenden können. Weil ich weiß, dass die nächste Etage eine längere ist, die sowieso in zwei Folgen gesplittet werden müsste. Deswegen ist doch gar nicht so schlecht. Oh, der Buhu sagt hier guten Tag. Konnte ich hier nicht. Ich dachte, war das nicht so? Ah nee, ich habe nicht A gedrückt. Irgendwie kann man da mit dem Buhu interagieren. Oh, man kann ihn anfassen. Ja, danke schön. Ja, ja, okay, hier ist das nächste Juwel. Hier müssen wir Musik spielen. Nein. No way. Also man muss eigentlich, ja, das Luigi's Mansion 3 Theme spielen. Also, ja, es ist nicht einfach, aber das zu first try. Random, obwohl es nicht mal mein Ziel war. Das ist Success, Leute. Das ist krass. Genau, hier das Luigi's Mansion 3 Theme. Oder 2. Nee, das ist 1, gell? Einfach alle drei Spiele durch. Wird schon der Trichier dabei sein. Wunderbar. Ich sehe da ein Bild im Spiegel, mit dem man interagieren kann, ja.
Da hole ich mir doch die lecker schmecko-schmacko-tastischen Coins raus. Und Goldbarren. Natürlich. Okay, ich würde sagen, wir steppen direkt mal in diesen großen Raum und ja. Was sich da befindet, sehen wir jetzt. Hier, mach mal für Elise. Oh, Toad! Ey! Baba! Rette mich! Ich bin in einem Bild gefangen! Baba! Das würde ich ganz gerne tun. Das, meine lieben Freunde, ist im Deutschen der Tastentorsten. Hashtag Tastentorsten in die Kommentare. Nein, die Brücke! Die Brücke. Die Treppe. Sehr geehrter... Oh, da sind Sitze. Was? Hallo? Oh mein Gott! Oh, die gehen mir hinterher. Ja, das heißt einfach im Kreis rennen. Alright? Alright. Ja, Tastentorsten. Im Englischen hat er einen komplett anderen Namen. Da heißt er nicht Thorsten, da heißt er wieder ganz anders. Aber ich finde Tastentorsten, das ist der Name. Das, so heißt das Video einfach. Der Tastentorsten. Fertig. Anders, das Video muss gar nicht anders betitelt werden. Einfach der Tastentorsten. Wa-ya-ho. Hi-hi-hi-hi-hu. Oh, jetzt gehen sie aber ab hier. Oh mein Gott. Bitte nicht. Hab ich überlebt? Scheinbar schon. Hau mal in die Tasten, Thorsten. Das ist funny. Weil das auch sein Name ist. Ich muss dringend zum Arzt. Irgendwie finde ich das gar nicht so funny. Ich finde es mehr. Ich finde es auch nicht lächerlich. Ich finde es eigentlich voll cool. Ich finde die Idee dahinter voll cool. Das sind wieder Brillen, richtig? Richtig. So. Obviously ist das nicht der Bosskampf. Wir werden vermutlich auch noch gegen Tastentorsten persönlich kämpfen müssen. Aber da lasse ich mich mal überraschen. Ach du meine Güte. Let's go, du bist auch direkt hier. Das war schlecht. Na, Geister einsaugen? War ich früher auch mal besser drin. Okay. Ach so. Das ist ja entspannt. Okay, das Ding springt. Oh, das Ding ist schlau. KI dreimal so groß wie mein Gehirn. Als ob. Da ist er. Nein, wir können Herr Tastentorsten nicht einfangen. Er wirft mit Bomben. Wetten, habe ich recht? Okay, ja. Okay, wunderbar. Ja, das mit dem Pömpeln wusste ich. Aber das mit den Bomben, da war ich mir ein bisschen unsicher, wie das abläuft. Aber okay. Den müssen wir ziemlich lang zappeln lassen. 400 spannende Lebenspunkte, mit denen er hier durch die Welt zieht tatsächlich. Was macht er? Oh, nächste Phase. Nächste Phase. Ich hab Angst. Okay, er kann Schallwellen schreien. Oh, was ist das? Ach du meine Güte. Er macht den Jump. Hör doch auf, so schlau zu sein. Da ist... Oh mein Gott, ich wollte nur das Herz. Ach du meine Güte. Oh mein Gott, eine Schockwelle. Okay, ich hab ihn. Ah, nee, jetzt müssen wir wieder die Bomben zurückschleudern, right?
Right. Was sind diese Noten da? Ich hab keine Ahnung, was wir mit denen machen müssen. Achso, wieder direkt hin platzieren. Und hier über die Schulter mal einfach nebenbei so ein Klavier werfen. Einen Flügel. Ja, das mache ich auch immer ein bisschen sportliches Trick. Der hat mehr Leben als vorher. Das ist ein gescripteter Kampf. No way. Er hat jetzt 81 Leben. Vorher hat er 240 oder so und jetzt hat er wieder 300. Oder hat er 200? Ich weiß gar nicht. Warte. Auf jeden Fall hatte er mehr Leben als in der letzten Phase. Was halt schon heißt, ja, ist gescriptet. Oh mein Gott. Ah! Ah! Aber nun gut. Ich will ja für gar nichts judgen. Der Boss ist auch cool so. Das Gimmick ist jetzt nicht schlecht. Spring wieder in die Mitte. Herr Kollege? Der ist krass. Als ob. Er ist der studierende Meister. Warum wir ihn da eigentlich nicht einsaugen können, ist auch ein bisschen weird, weil eigentlich. Das war lost. Hä? Als ob die Bombe nicht rein ist, weil. Was weiß ich warum? Ein Treffer, ich bin tot, gell? By the way. Wo kriege ich Herzen her? Nein. Er wiederholt seine Phase. Niemals. Ah! Kann ich da drüber springen? Ja, lol. Na, ich kann die sogar abwehren? Horst, ne? Machst du, dass du da reingehst wieder? Holy. Oh, wir haben wieder Herzen. Ey, das ist so stressig. Ah, weil er zumachen kann auf random Basis. Wo ging der? Hab ich jetzt. Ist jetzt hier. Also, das war der größte Scam. Und das war maximal spannend gerade. Also, dass ich das noch hingekriegt habe, ist aber auch krass. So. Er hatte 81 Leben. Jetzt hat er 150. Das ist eine gescriptet. Das ist gescriptet. Das finde ich schade. Also finde ich, hätte man schon mehr rausholen können. Aber ich finde, dieses gescriptete muss da auf jeden Fall mit drin sein. Weil der Kampf ist halt wirklich innovativ. Der ist okay. Ja, ist okay. Ich akzeptiere es. Erstmal. Nee. Erstmal die Herzen. Ganz wichtig. Und dann holen wir den Aufzugknopf. So kurz wird die heutige Folge vielleicht doch nicht, wie ich denke. Deswegen mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Boah, schaut euch mal dieses komplette verpixelte Spiegelung von Toad auf dem Boden an. Das ist schon traurig. Du hast einen deiner Freunde gerettet, Luigi. Die Geretteten wären bei mir im Labor bestens aufgehoben. Hier sind sie sicher. Also bring den Tod jetzt am besten zum Aufzug. Hier ist eine Tür. Da sind Geister und Weißbrot. Ich akzeptiere das einfach. War hier nicht noch einer? Nein? Ah, das war wahrscheinlich in dem Spiegel gespiegelt. So.
Hier fehlt in dem Klavier fehlen Tasten. Library-Musik aus Luigi's Mansion 2. Unsichtbare Tasten. Unsichtbare Tasten. Toad, geh weg. Ich habe das Gefühl, dass das die Library-Musik ist aus Luigi's Mansion 2. Wundervoll. Und das für das letzte Juwel, Guys, müssen wir eine ganz bestimmte Sache tun. Die können wir aber erst viel später tun. Ich will es jetzt noch nicht spoilern, deswegen dieses Juwel holen wir nach. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. So, heute, das ist doch jetzt hier, ist das jetzt hier die Sonntagsfolge? Ich weiß nicht, wenn diese Folge heute hier am Sonntag bei euch erscheint, wünsche ich euch einen wunderbar angenehmen Sonntag. Genießt die Zeit. Morgen ist wieder Arbeit oder Schule. Aber morgen kriegt ihr dafür ein krasses, newer Video. Außer ich bin komplett im Verzug mit dem Aufnehmen. Und, es kommt vielleicht auch nicht. Oh, was passiert denn hier? Ich akzeptiere das einfach. Yellow. Luigi, du hast einen deiner Freunde wiedergefunden. Wie viele vermisst sind es denn jetzt noch? Ah, zwei Toads, Prinzessin Peach und dein großer Bruder. Der ist ja auch noch in Gefangenschaft. Es ist also noch reichlich zu tun. Nun denn, viel Glück. Ja, danke für das Glück. Ich würde sagen, also wenn ich mich richtig erinnere, steppen wir jetzt direkt schon in das neue Level. Machen hier gar nicht groß Pause. Dünn, ich habe Lust. Das nächste Level ist nämlich ein spaßiges, großes Level. Habe ich recht? Ich habe recht. Ein Level, wo ich natürlich nicht alle Juwelen auswendig kenne und wir uns wahrscheinlich sehr, sehr genau umgucken müssen. Aber wie schon gesagt, es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass wir in diesem speziellen Exemplar mindestens zwei Folgen sein werden. Aber mal gucken. Und nach dem sechsten Level schauen wir uns in Level 5 nochmal um, nach den Juwelen. Die schneide ich euch dann einfach vor die nächste Folge dran, wenn das für euch okay sein sollte. Wunderbar. Ja, das ist ein bisschen gefährlich. Man könnte auch die helle Barde woanders hin tun. Die Axt. Herzlich willkommen im Spukschloss. Eigentlich eine Ritterburg, Ritterschloss. Hat nicht viel mit Spuk zu tun, abgesehen davon, dass es, ich vermute mal, sehr stark hier Geister geben wird. War das? Aber das handeln wir schon. Da läuft eine CD oder eine Kassette. Ich denke Kassette. Tonqualität sagt eher Kassette. Mit ritterlicher Musik. Ja. Ich habe was Susses gesehen und mein Controller vibriert. Hat das was mit den Buhus zusammenzuhängen? Hier hinten kann man runter. Ich habe da jetzt keinen anderen Weg gesehen. Deswegen, ich gehe mal ein Stück zur Seite, damit ihr es auch seht. Wunderbar. So. Gab aber nur eine Perle und ein bisschen Geld. Aber davon haben wir ja reichlich genug. So. Das ist diese, dass man die umwerfen kann, ist relativ obvious, I guess. Ja. Doch, hier könnte was sein. Kann man da rein? Ah, so ein bisschen. Aber bei einer wird dann bestimmt was dahinter sein. Man kann weiter auf. Hier ist keine drin, hier ist dann ein Weg. Nein? Hä? Dann ist er eine unsichtbare, I guess. Wumm. Ich bin hier. Ja, okay. Das dachte ich mir schon. Sogar mit Krone. Hatten die andere auch eine Krone? Ich weiß es nicht.
Und das erste Juwel in der Form von Schwertern. Ist das nicht genial? Auf einer Ritterburg mit Schwertern ist schon cool. Ist schon cool. Danke, Kollege, dass du uns so freundlich die Tür geöffnet hast. Trotzdem möchte ich mich hier draußen nochmal umgucken, weil hier gibt das. Hier gibt das Melonen. Und wir können Dinge pimpen. Und eine Kiste befindet sich dahinter. Da würde ich mich doch gerne etwas genauer umschauen. Ja, weil hier befindet sich ganz schön viel Geld drin. By the way, weil es ja Knochen zu kaufen gibt. Knochen können wir nicht mehr, so wie im zweiten Teil, in Vasen oder in Verstecken finden. Die müssen wir wirklich kaufen. Aber halt auch nur, wenn wir sie brauchen. Die geben auch kein Geld, wenn wir sie am Ende eines Levels behalten oder sonst wie. Diese haben wir dann halt für immer. So. Ein bisschen useless, ja. Also in dem Spiel zu sterben, es ist nicht schwer zu sterben. Es ist aber auch nicht leicht, hier gut durchzukommen. Das ist mega sus hier. Was ist das? Ich kann hier nicht... Da kann ich doch pömpeln. Da ist doch die halbe Wand kaputt. Gibt's hier was für? Boah, direkt nächstes Juwel. Ne, eine Kiste. Wahrscheinlich mit Geld drinne. Ja. Doch ein Juwel? Ein lilanes, was vermutlich das blaue sein soll? Ich weiß es nicht. Sind die Farben immer gleich? Das wäre jetzt mal eine Frage. Sonst sieht es aber nicht so aus, als gäbe es hier was drinne. Oder möchtest du mich mit deiner Axt erschlagen? Ich sollte ihn nicht fragen. Vielleicht tut er es dann doch. Gehen wir einfach mal weiter. Ui, ein Bird. Everybody knows that the bird is the word. Well, a bird, bird, bird. Bird is the word. Ich habe zu viel Family Guy geschaut, guys. Ah ja. Ja, cool. Geld. Das finde ich nicht gut, aber wir haben ja einen Meister für solche. Ich nenne es jetzt mal vorsichtig Probleme. Das ist eine Mördermaschine. Das ist eine Maschine, mit der man getötet werden soll. Ich schätze mal, das ist mehr als nur ein kleines Problem. Da sind nochmal welche. Gut, dass ich da reingerannt bin. Das war eine gute Entscheidung. So steppen wir doch erstmal direkt hier rüber und ziehen diese nach unten. Oh, ich muss gezogen lassen und dann hier schnell rüber. Man kommt doch hier irgendwie nach... Man kommt da irgendwie nach hinten. Also sieht zumindest so aus. Und ich habe auch gerade schon gesehen, wie bevor der Geist mir die Karte geklaut hat. Wie man die Kiste auf Krampf nicht umwerfen kann. Weil ja der andere Geist da drin ist. Wie funny. So. Aber euch mache ich den... Woher kommt eigentlich das Sprichwort, den Gar ausmachen? Wenn ihr irgendwie was darüber wisst, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das ist bestimmt interessant zu wissen. Eben, schaut mal oben auf die Karte. Da ist eine Tür hier oben. Und bestimmt kommt man durch die Fässer da nach oben. Da rechts ist auch was. Hä? Habt ihr es gesehen? Da war das Blaue. Da ist ein Key. Ja, aber ich wollte eigentlich nur die Tür haben. Aber gut, dass wir alles jetzt aufgedeckt haben. War vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung. Ich find's toll, dass das Spiel hier schön nach jedem Raum spricht. Wenn hier jetzt auch ein Juwel drin ist. Nee, aber ein Money Geist. Das ist nicht Money Boy, das ist Money Ghost. Der war. Ich gehe ja schon. Ich akzeptiere mein Versagen. Ich weiß gar nicht, können die hier auch wie in Luigi's Mansion 2 abhauen?
Ich weiß das gar nicht. In Luigi's Mansion 2 können die ja auf ganz entspannte Weise einfach abhauen, wenn man zu lange braucht, diese zu fangen. Deswegen frage ich mich, ob das hier genauso möglich ist oder ob das einfach nur ein Mythos ist. Herzen? Na, brauche ich tatsächlich nicht. So, ich habe da rechts ein Schwert gesehen. Also erstmal holen wir den Schlüssel. Eins nach dem anderen, meine lieben Freunde. Eins nach dem anderen. Hier ist ein Schwert. Ah, da ist ein Durchgang. Ja, okay. Die Maus ist ein bisschen eingesperrt da hinten. Ich befreie dich. Mache dich zu Geld. Kann man eigentlich Ratten bzw. Mäuse echt so teuer verkaufen? Das wäre schön. Direkt Brot in meinem Zimmer verteilen. Geld mit verkauften Ratten. Wir können ja auch als Haustier reiten, zumindest Mäuse. Ja, das weiß ich. So, das skippen wir mal auf ganz entspannte Weise. Und ein weiterer Raum eröffnet sich uns. Hier kann ich dran ziehen, ja. Aber nur für ein wenig Geld tatsächlich. Hier sind Kisten. Aber das ist erstmal nicht mein Problem, dass da Kisten sind. Ich schicke erstmal meinen sehr verehrten Freund Luigi nach hier drüben, der sich doch bitte mal hier um die Stacheln kümmert. Ich meinte natürlich Luigi, mein Freund. Man kann einen Schaden bekommen. Jetzt will ich aber nicht noch weiter hier ziehen. Herr, wie komme ich dann rüber? Wahrscheinlich macht eins davon. Mach dann hier. Dieses Spinnennetz sieht grafisch aus, als würde es direkt aus dem ersten Teil kommen. Oh, Feuer. Ich muss das Feuer irgendwie da... Ist das eine Fackel? Ja. Ja, hätte man sich vielleicht auch denken können. Das Spinnennetz sieht halt nicht gezeichnet aus, sondern einfach nur gestretched. Als hätte man sich nicht wirklich Mühe gemacht. By the way, das ist ein Drachenkostüm, gell? Hier sehe ich doch was, was ihr nicht seht. Ah ja, eine Leiter für mich. Aber nicht für dich, Luigi, denn du kannst teleportieren. Und bevor wir durch die nächste Tür gehen, muss ich sagen, an der Stelle ist die heutige Folge vorbei. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, dann verpasst ihr auch weitere Folgen nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderbar schönen guten Abend. Bis dann und ciao, ciao, Leute.